Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute bleibe ich mal hinter der Kamera und ich möchte mit euch eine kleine Mini-Bestellung teilen, die ich von der Miss Curlyen bestellt habe. Das ist die Miss Curly Wax. Ihre Seite ist auf der Instagram und da kann man ihre Düfte bestellen. Da habe ich mir ein paar ergattert und die wollte ich unbedingt mit euch teilen. Ich habe einmal mit den Premium Box Cold von Luxurious Linen. Das ist für mich ein ganz minimaler parfümiger Wäscheduft. Ja, so frische Wäsche, ja, eigentlich eher frische Wäsche. Der Parfüm ist wirklich ganz, ganz Minimum drin. Box ist ganz toll gemacht, mit vier großen Herzen. Da ist ein Herzchen, ein Sternchen und ein Blümchen. Mir gefällt es sehr. Das ist für mich... Also solche Düfte habe ich gern im Bad an, genau. Dann habe ich nochmal ein Box. Das ist hier der Duft-Typ. Da haben wir auch drei große Herzen drin. Und in der Mitte sind kleinere und dann ein bisschen größere Herzen drin. Und das ist wirklich 1:1, der riecht nach Dove. Und den werde ich auch gerne im Bad verdüfteln. Der riecht wirklich mega. Und die riechen auch stark, alle beide. Dann habe ich nochmal ein Desidue. Das ist auch ein Parfüm-Dupe, genau. Und der riecht für mich, das ist ein Parfüm, der für mich eher im Sommer geht. Das ist eher so frischblumig, ne? Also das geht wirklich immer im Sommer. So. Dann hat mir die liebe Jenny so ein Lospäckchen reingelegt und da waren jetzt mehrere Düfte drin und die wollte ich mit euch teilen. Da habe ich einmal die Amber Noir. Amberdüfte gehen für mich immer. Ich liebe parfümige Düfte, sei es blumig oder leicht fruchtig. Da hat sie mir eine Mini-Tafel dazu gelegt. Ja, ein richtig Parfümduft, ein Amberduft. Für mich geht der immer. Der wäre vielleicht für mich auch sogar ein Tatkaufkandidat. Dann habe ich hier Braid of Freedom, auch sein kleines Stückchen. Und den Duft kenne ich. Der riecht richtig. Das ist für mich ein richtig toller, maskuliner, leicht süßlicher Duft. Ja. Rauchig, maskulin, parfümig, so tick süß. Also das ist für mich ein toller, wer auf maskuline Düfte steht, würde ich den mal zum Probieren empfehlen. Dann habe ich als nächstes Ultraviolett Dupe. Das ist ja auch ein Parfüm Dupe, ne? So. Ja, ich rieche ein bisschen Rose raus, so parfümige Rose. Ich mag ja Parfümdüfte sehr. Dann haben wir hier ein Wet Hybrid. Wet Hybrid, ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll. Ne? Ein süßer Kaugummi-Duft sogar, so ein richtig süßer Foodie-Kaugummi-Duft. Also mir kommt das so rüber. Dann habe ich hier noch Popcorn, so kleine Stücke drin. Für mich riecht der wirklich richtig nach Popcorn. Mit Fooddüften habe ich zwar nicht viel am Hut, aber die nach solchen Düften stehen, würde ich empfehlen. Der riecht richtig nach Popcorn. Dann habe ich hier einmal Sun and Sand, Upper Sun. Kleine Stücke habe ich da drin.
Ja, das ist für mich eher Richtung frische Duft. Also für mich ist das, ja, so frisch, leicht frische Duft ist es. Dann habe ich einmal Vanille Patchouli. Ich liebe ja vanillige und patchoulige Düfte sehr. Also beide Düfte mag ich und zusammen denke ich mal, das ist eine super Kombi. Und genau so ist es. Ein sehr süßer, patchoulige Duft. Vom Vanille wirkt der wirklich super süß. Patchouli ist ja auch sehr starker Duft und die beiden, ist es für mich ein passender Kombi. Dann habe ich hier einmal Rainbow's End. Genau. Das ist eine gemischte Komplette, denke ich mal. Ach, für mich ist das ein für mich würde der Duft immer gehen. Der riecht, für mich riecht der, ich glaube, da sind mehrere Komponenten drin. Aber ich kriege eher blumige Komponenten, so frische blumige Komponenten. Da ist auch leichte Süße mit drin. Also, ich mag's. Dann haben wir einmal Poison Dew. Das Parfüm kenne ich. Dann probiere ich einmal hier den Part. Also, ja, Herr Poison, der ist ja ein sehr schwerer Parfüm und genau, der ist auch hier so schwer. Es ist für mich nicht 1 zu 1 der Dupe, aber ich denke, 85% geht es danach. Und der ist wirklich ein sehr schwerer Duft. Aber ich liebe Parfümdüfte, für mich wird es gehen. Und da haben wir nochmal einmal Luxuriöses Leinen zuletzt drin bei der lieben Jenny. Und das ist ja für mich der Wäscheduft, frische Wäscheduft. Ja, mag ich auch. Dann geht es hier bei mir weiter mit dem Tauschpaket von der lieben Claudia. Ich habe mit ihr ausgemacht gehabt, dass wir Kerzen tauschen und die hat mir richtige noch so Melz reingetan. Da fange ich auch gleich an. Nehme ich gleich mal den hier weg. Das ist von der Yankee Candle Home Inspiration Luxuriös Kaschmir. Ich habe davon sogar einen Hauswurmer. Da hat sie eins weg. Und das ist für mich ein wunderbarer Look, also Kaschmirduft. Ich mag den. Der ist auch gar nicht so schwer. Das ist ganz angenehm. Sogar, für mich ist es sogar kuschelig. Also sogar kuschelig, leicht frisch. Ganz angenehmer Duft. Den kann ich immer haben. Dann nehme ich den nächsten weg. Dann hat sie mir hier den Country Candle, den Kaffeeshop Duft. Sie hat gesagt, das wäre kein Duft für sie oder geschrieben, aber diesen Kaffeeduft mag ich. Es gibt ja Kaffeedüfte, die kann man überhaupt nicht anmachen. Die sind so, wie soll ich sagen, so bittere Geruch oder so. Aber der ist wirklich ganz angenehm nach Kaffee, so fast frisch gebrühter Kaffee. Also die Kaffeedüfte mögen. Könnten den mal durchaus probieren. Und da kommt noch mal ein, sogar ein ganzer Clamshell von Airwick. Das ist der vitalisierende Honigmelone und Sommerblüten. Da rieche ich auch gleich danach. Ja, für mich riecht man da eine richtige süße Honigmelone raus. Da gibt es doch diese Kaugummis. Die nach Melone schmecken, die richtig süß sind. Und genau danach riecht es. Also die Blüten rieche ich nicht, also kommen mir nicht, kann ich nicht riechen. Da ist eher der Honigmelone, der wo da für mich rausriecht. Ist aber ein schöner Duft. Dann hat sie mir den Cranberry Pear reingelegt. Das ist, also ich rieche da. Ja, Bärenduft, so süßlicher Bärenduft raus.
Genau, so Fruchtdüfte mag ich ja. Im Gegensatz zu den Food-Düften. Food- und Spice-Düfte sind ja gar nicht meins. Aber so Fruchtdüfte, der wäre was für mich. Der riecht angenehm. Dann hat sie mir einmal von den Wohlfühlmomente Miss Avocado reingelegt. Das sind ja die Mäuschen. Den wollte ich auch mal bestellen, aber habe es endlich nicht, also letztendlich nicht gemacht. Da hat mir die liebe Claudia was reingelegt. Das sind die süßen Mäuschen. Ja, das ist richtig fruchtig. Das ist also für mich eine Avocado-Limonade, kann ich. Also so kann ich es eben beschreiben. Ganz angenehme Limonadenduft nach Avocado. Dann hat sie mir noch von den Traumdüften Magic in the Air rein. Genau. Ist auch noch ganz voll. Oh, das ist für mich ein ganz toller Sommerduft, der eher nach frische Richtung geht, aber so leicht süßlich frisch. Also den könnte ich wirklich richtig im Sommer verputzeln. So leicht süßlich frischer Duft. Dann hat sie mir noch von Wohlfühlmomente Laguna Breeze. Genau. Ja, das ist für mich ein richtiger frischer Meeresduft. Auch nach frisch gewaschenen Wäsche, frischer Meeresduft, also frische Kategorie, könnte ich im Sommer richtig verputzen. Ist auch ein tolles Touch. Dann hat sie mir noch Blue Hawaiian reingelegt. Ist auch ein sehr, sehr schönes Touch. Oh, das ist aber, der riecht für mich aber nach süßen Früchten. Da ist auch Kokos mit drin, also süße Früchteduft. Man riecht auch den Kokos und Ananas raus. Also süße Kokosnuss-Ananas-Duft, kann sein, dass noch andere Früchte drin sind. Aber für mich eher nach Kokosnuss-Ananas. Also süße Duft. So, süßfruchtig. Dann hat sie mir noch, ich denke mal, das ist eine Rarität, Mediterranean Cypress. Cypress steht da. Genau. Den Duft kenne ich noch gar nicht. Und zwar, wo ist denn hier doch? Genau hier. Das ist eine leichte, also aber ganz leichte Tannenbaumduft. Tannenbaum, Nadelbaum, aber ganz leicht angenehm. Und leichte Süße ist mit drin. Ein ganz angenehmer Duft. Könnte ich gern verdüfteln. Dann hat sie mir von Goose Creek White Coral noch mit reingelegt. Da sind noch zwei Stücke drin. Ich habe letztens mir einen ganzen Hauswurm bestellt. Habt ihr in meinem letzten Video bestimmt gesehen. Ich mag diesen Duft. Ist für mich leicht süße Parfümduft. Ich mag diesen Duft. Also der parfümige, süße Düfte mag. Leicht süße ist es nicht ganz so. Also voll süß, klebrig. Nein, es ist nicht. Es ist ganz leichter Parfümduft. Würde ich euch ans Herz legen. Dann kommen wir zu den zwei Hauswürmern. Mittlere. Kommen. Das ist von der Yankee Candle Home Inspiration Reihe und zwar Snow Kissed Cranberry. Aha. Also Snow Kissed Cranberry steht drauf. Oh ja, der riecht wirklich nach richtig. Das sind mehr wirklich nach Beerenduft, richtig. Und da ist auch eine Süße mit drin, eine gewisse Süße. Der riecht wirklich ganz süß nach Beeren. Also der Beerendüfte mag, oder wer Beerendüfte mag, für die wäre das was.
Für mich ist es auch angenehm, weil ich gern unter Bäume stellen natürlich. Und ist ganz toll. Gefällt mir. Dann zuletzt zu den Hauswärmern. Ist der hier. Das ist ein Lavendelduft mit White Birch, steht ja drauf. Also als ich den dann aufgemacht habe, das Päckchen, meine Tochter hat es dann gleich gerochen. Sie hat gesagt, Mama, eine Junge von meiner Klasse riecht eins zu eins nach dem. So. Das heißt, das riecht auch wirklich für mich, das ist ein toller, maskuliner, leichter Duft. Also das ist nicht stark. Ganz angenehm, der wirklich maskuline, leichte Düfte mag, für die würde ich dir ans Herz legen. Ist sehr angenehm, riecht nach Lavendel und leichten weißen Hölzern. Also mir gefällt der sehr. Ich würde den gern unter den Baum stellen. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Ich hoffe, mein Paket hat dir auch gefallen. Und somit werde ich den auch gerne unter den Baum stellen. So, meine Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch einen Spaß gemacht ein wenig. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video nochmal. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.